Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gaming. Ich spiele heute Days After, heute ist Dienstag. Und ich habe es jetzt fast eine Woche nicht mehr gespielt. Ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert, was wir machen. Also dann, viel Spaß. Oh, ich war hier rausgeflogen. Stimmt. Es war letzte Woche Dienstag gewesen. Ich habe den zweiten Teil von Schrottplatz gemacht. Und dann ist das Spiel wieder abgestürzt. Oh ja, ach, kein Bock mehr. Soll genau nach der Aufnahme. Müssen wir schnell alles abfarben. Ja, egal. Gut, wir mal. Was machen wir gleich? Asche ist hier schon voll. Ist leer, genau. Gar nichts mit. Also, wir rennen zurück. So, ich bin jetzt erstmal beim Polizisten. Ich habe gerade wieder gesehen, dass das immer noch wackelt, wenn ich die Maus bewege. Also muss ich das kurz wieder wegschalten. Aber erst machen wir hier den Polizisten fertig. Oh, schön. Und dann nehme ich die Handschuhe. Zack, Nummer 2. Und den anderen kann ich nicht. Dafür mir die lilanen Ohren. Gut, dann haben wir hier nochmal kurz raus. Im Wackelbild. Und ich sage da mal, das machen wir jetzt gleich. Dann müssen wir wieder zur Basis die Sachen wegpacken. Danach sehen wir uns woanders. Okay, ich habe jetzt mein Fensterbild wieder geändert. Ich bin jetzt zur Brücke gelaufen. Mache halt meinen normalen Farbenweg, den ich immer. Immer so gegangen bin. Das ist mein Farmweg. Zählt halt über die Brücke und die werde ich mal einmal ablaufen. Einmal alles killen. Danach den Killen. Oh. Lass ich meine Jacke mit. Nach den Killen werde ich immer alles einmal abfahren und danach werde ich hier die ganzen Sachen looten. Oder erst die Sachen looten und am Ende abfahren. Mal schauen. Yeah.
überrascht. Super. Ach ja. Zombies an der Fabrik. Und hier vorne zwischen zwei Autos. Drei Zombies noch. Oder einer ist ja schon down. Also zwei Zombies. Wildschwein ist noch auf der Pumpe. Läuft doch ganz gut. Ich kann mir die Armbrust dann wieder herstellen, ne? Ah ne, ich bräuchte die Bretter. Fehlt mir. Ui, das war alles. Da-da-da-da-da. Hier holen, Schuhe reinschmeißen. Ist noch diese Sache mitnehmen, die ich noch hier tragen kann. Easy going. Dann haben wir alles, was ich mitnehmen konnte. Sprich, jetzt werden wir das nochmal verwenden. Das hier nochmal. Zack. Und zurück zur Basis. Nächste Basis. Tasche lernen, wieder herkommen. Lässt sich in Sachen einsammeln. Und dann nochmal hierher kommen. Nochmal die restlichen Sachen einsammeln. Dann war es das. Für den hier. Dann will ich gleich noch was anderes kurz machen. Also dann, bis gleich, wenn ich mit den Sammeln fertig bin. Ich glaube, ich war noch gar nicht in den Eichensumpf gewesen. Also ich war schon mal drinnen gewesen, das weiß ich. Aber ich glaube, ich habe da nicht viel gemacht. Ich werde das mal ausprobieren. Also dann bis gleich in den Eichensumpf. Ich gehe davon aus, dass man in den Eichensumpf Eichen findet.
Und da bräuchte ich dann später natürlich meinen bisschen stärkeren Axt, vielleicht auch stärkeren Hammer. Erstmal meine Sachen hier kurz abballern. Die sowieso schon fast kaputt sind. Lass mal was trinken. Dieser Zombie. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht so viel gemacht habe. Das schaffe ich doch nicht. Hey. Ah ja. Okay. Geschafft. Aber Schuhe kaputt. Und mein Leben passt down. Also so könnte ich sehr viele Zombies töten, ja. Problem ist nur. Meine Waffe ist bald kaputt. Ich habe zwar dann noch die Nagelpistole. Stehen. Okay. Ja. Okay. Was ist denn hier drin? Schuhe? Nicht wirklich. Nehmen wir mal alles mit. Es könnte ja sein, dass ich sterbe. Das ist ein Maler. Und da ist noch ein ziemlich Scheiße. Ich wollte gerade hingehen in eine Haut und noch eine Haut und wäre tot. Wenn dann ein anderer Zombie ist, ist es ein bisschen schwierig. Aber nur ein bisschen. Was für einer? Warte mal, der hilft so langsam. Ich glaube, das war der Schnelle, ne? Ah, okay. Hier sind eigentlich leichte Zombies dabei. Eigentlich. Aber die stehen alle mit mehreren Zombies zusammen.
Hier vorne war noch ein starker Zombie. Irgendwo. Aber erstmal hier. Da ist ein Wolf. Den kriege ich so. Das ist ein Reh. Ein Hirsch. Okay, da haben wir gesehen. Einmal kurz was trinken. Ich renne aber kurz zur Basis zurück, ziehe mir mal ein paar Schuhe an und dann bin ich gleich wieder hier. Okay, wir sind wieder im Eichenwald angekommen. Eichensumpf. Hier vorne war ja der eine Zombie, der uns gerade das Leben schwer gemacht hat. Ist der? Trinken beim nächsten Mal. Okay. Zumindest ist er jetzt da. Schon bei 54. Boah, ein Bär. Ich dachte, da wäre ein Baum. Zwar was Rotes gesehen. Aber nicht dran gedacht, dass da ein Bär sein könnte. Der hätte mich auseinandergeschluckt. Okay, dann schauen wir mal nach hier hinten. Hier ist ja Ende da auch. Okay, gut. Dann. Radioaktiv hier was an. Sehr viele schöne Eichen hier. Und noch ein Bär. Puh, viele Bären hier. Hier nicht rüber gehen. Okay. Ist hier oben bei den Bären eine Kiste? Nein. Ist nichts da. Weiterschleichen. Das hier ist ein schleichender Prozess.
das? Opa. Nicht durchgelesen, aber einfach weiter gedrückt. Ach so. Nicht mich vorbereiten. Ach so, ja, begleiten, Begleitschutz geben, ja. Hm. Das mache ich nur, wenn hier alles tot ist. Vielleicht kommt der Bär hier unten in der Ecke. Oh, da ist er. Also wir waren jetzt einmal komplett außen rumgelaufen. Den kann man noch so gehen. Zu gehen ist die Sicht immer ein bisschen weniger als nach oben hin. Deswegen gehe ich sehr ungern von unten an Zombies ran. Ach, Mensch. Oh, nicht so einer schon wieder. Mal hier durch die Mitte. Eins, zwei, drei. Okay. Ach, das war der Spucki, der Geist. Der Spucki, der Geist. Ah, komm hier runter, komm hier runter. Ich kriege ich. Verseucht die Sau. Ich bin bei 300 fast. So ein Mist. Mich total verseucht. Und ich habe nichts gegen Seuche. Lager nicht und hier nicht.
24 Leben. Ah, ich glaube, das war's mit dem Video heute. Tja. Was war denn noch gegen solche? Die Bären? Die waren nicht gegen solche. Zombie-Looten. Das Holzstück da mitnehmen. Tja. Schauen wir mal hier so ein bisschen herum, was wir noch so mitnehmen können, wem wir abknallen können. Auf die Schnelle. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich werde hier nicht alles schaffen. Aber sind schon weit gekommen, würde ich sagen, ja. Ich habe mal die halbe. Was war hier drin? Achso, die blaue Hose da, ne? Die halbe Insel, sage ich mal, haben wir hier gekillt. Und noch zwei Bären hier. Noch ein paar Zombies. Das wäre. Was da? Das ist Schatztruhe. Schön. Ich höre Schweine, also sprich, das sind auch leichte Gegner. Das ist kein Schwein. Das ist ein Schwein. Yeah. Zack, Hammer. Überlege grad. Da ist der Opa. Den Wolf noch mitgenommen. Schön. Habe ich den Bären gehört. Ah, wenn ich zu denen laufe, bin ich tot. Den haben wir noch mitgenommen. Das ist gut zum Trinken. Reinschauen. Großes Verbandskästchen bräuchte ich.
eigentlich ganz gut, was wir hier geschafft haben. Ich wollte jetzt gerade zu einer Kiste laufen. Hier unten war doch irgendwo eine. Hier unten rechts. Das könnte ich eigentlich auch hier lassen. Dann gehe ich nochmal dahin zu der Truhe. Die Sachen mitnehmen. Nein! Okay. Ich bin raus. Gut. Mal schnell reinrennen, die Kiste leeren und dann würde ich sagen, das war's für heute. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.